Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Amnesia. Jetzt, ihr seht, das Horrorspiel, also Amnesia, oh Gott, sitzt mir immer noch in den Knochen. So dass es mich immer noch leicht mitnimmt. Mahlzeit. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay, ganz besonders im Keller wird wahrscheinlich alles einstürzen. Sollten wir uns gegebenenfalls merken. Hallo? Es klang gut, also kann es gerne weiter spielen. Zerbreche ich aber nichts mit der Hand. Alter, okay, und was war das denn? Hab ich jetzt hier mit Gedankenkraft weggeschreddert oder was? Königreich von Preußen. Mittelpreußen, okay. Jetzt hätte können wir nehmen. Machen wir auch gleich. Nehmen wir. May 17, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. You have to be swift.
when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Ich kann mich an diesen Schalten, an das erinnern. Das Problem ist nur, muss ich mir dazu echt einen Stein holen, ne? Das Ding ist dann, glaube ich, gefehlt. Kann ich mir... Kann man keinen Stein nehmen? Nehmen wir halt die Kiste. Ein Ding. Altstadt und Schloss Brandenburg. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon geben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brandenburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen mediterranen Anblick. Das glaube ich. So Berge mittendrin eine See, mega geil. Urlaub dort zu machen, wunderbar. Stell ich mir geil vor. Ein paar Jungs, ein paar Dudins, ein Fass Bier, Feuer frei. So. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigene Geschichte. Erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Ich habe bekannte Besucher. Alter, das ist echt viel. Also. Sammler. Wenn ihr es lesen wollt, also so ein kleines Stück, ja, wenn das echt mega viel ist, dann überfliege ich das in meiner Sendung ganz fix. Wenn ihr es lesen wollt, dann direkt einmal Pause drücken. So, schlafende Städtchen, naja. Schlafen hat sich auch gut. So. Okay. Wie gesagt, wenn ihr es gerne lesen möchtet, einfach mal Pause drücken. Gehen wir, das wird der sein. Und der. Echt, das sind mehrere? Ich dachte, es waren nur zwei. Verdammt. Eine tolle Wurst. Bin wirklich davon ausgegangen, dass das nur zwei sind? Ach. Fick doch die Henne. Ich dachte, es sind nur zwei. Hätte es jetzt nicht funktioniert, hätte ich jetzt ja wirklich so lange wieder gesucht. Ne?
Weiß, ich bin gerade ein bisschen verschwenderisch, aber eigentlich. Mich sieht's auch echt geil aus, ne? Jetzt hier unten. Wenn du da noch einmal würdest. Das wird der Kellerschlüssel sein, der Weinkellerschlüssel. Hier gibt es einen Schrank, hier muss ich mich bestimmt, wenn es hier einen Schrank gibt, muss ich mich mit Sicherheit verstecken. Wissen wir gleich. Pass auf, nicht ne? Noch mehr? Nee, das ist okay. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschung lange genug gefährdet. Mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Wahnsinn. Erinnert mich gerade an ein anderes Game, egal. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Jetzt ist das auch mein Deutsch nach. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brandenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde ihnen gewisser Hinsicht bei Problemen lösen. Okay, krass. Okay, dann werden wir auf irgendwelche Leichen im Weinkeller stoßen. Das ist gerade so das Problem, ne? Ist das Vieh jetzt gerade da? Oder ist jetzt gerade nichts da und ich kann einfach gediegen wieder raus? Wie gesagt, ich kenne zwar das Game, aber es ist auch schon ein paar Jährchen wieder her. Schade eigentlich. Blöd. Weiß zum Ehrlich sein. Ich werde hundertprozentig gleich sterben. Weißt du was? Ich gehe einfach in die Eingangshalle. So. Ich suche einfach nicht weiter nach dem Vieh. Das ist nur so. Nee. Oh mein Gott, okay.
Mann, was ist das? Das ist gut. Sie juckt. Where did the Baron go? Hey, wie darf ich das jetzt betrachten? Muss ich das jetzt spiegelverkehrt sehen? Würde ich sagen, ne? Hier geht's runter, also ist da so ein Beinteil. Und da hinten ist diese kleine Kammer. Okay, irgendwas latscht hier irgendwo lang. Ich weiß, dass ich mich des Öfteren halt auch wirklich mal verstecken muss, aber... wo und wie gut die Verstecke sind, weiß ich natürlich nicht. Machen wir mal einfach die Laterne aus. Apropos aus, ich glaube, wir sind auch schon wieder direkt dran. Würde ich sagen, ja doch. Ich sag einfach mal ja. Also, ne, so alles über 20 Minuten ist Luxus. Und daher sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal tschüss und bis zur nächsten Folge. Morgen, übermorgen. Es kommt jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig was. Und daher, macht's gut, lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao.